Dann war hier der Bossraum, genau. War irgendwie nur leicht ein bisschen verwirrt, weil ich gerade vor Augen hatte, diesen Raum mit diesen Fähigkeiten, aber irgendwie diese Tür da gerade nicht mehr vor Augen hatte. Naja. So, dann können wir jetzt hier wirklich problemlos hoch. Oder gibt es hier wirklich wieder irgendwo etwas... Ah, wo bin ich? Ich war weg. Okay, links oder rechts? Die Mitte ist wahrscheinlich fatal. Oder? Es gibt hier jetzt drei Wege. Der große Weg sieht ja sehr offensichtlich aus, dass man da nicht rein darf. Na gut, dann gibt es nur links oder rechts. Das ist dieser Scheißraum. Was passiert, wenn ich diesen... Ah, nein, hier muss ich schnell sein. Ich mag es nicht, in Räumen zu sein, wo man schnell sein muss. Na, ah, genau das meine ich. Das war knapp. Kann ich nochmal so runter? Ja. Ich sollte natürlich aufpassen, weil diese Gegner tun weh. Die tauchen auch jedes Mal auf. Gut, Sir Kibble macht mir jetzt noch ein bisschen Sorgen. Ah, schaffe ich nicht mehr. So, weg. Das war blöd. So, mit Leitern klettern bin ich einen Ticken schneller. Gut, wir haben es. Und da unten gibt es eine Maxi-Tomate, die brauche ich. Und wir haben ein Mondschiff. Das Mondschiff sieht cool aus. So, jetzt nur noch an die Maxi-Tomate. Und ich lebe wieder. So, welcher ist das? Der vorletzte in diesem Gebiet. Dann ist auf der anderen Seite in den richtig dunklen Raum der letzte. Man kann die Katzen sogar auspusten. Ist aber ein bisschen fatal. Wobei, der andere Raum ist ein... Nein, wo bin ich? Ist einfacher. Okay, das ist... Das sah nur so aus, als wäre ich hier... Nein. Wäre ich hier falsch. Diese Angst, die ich habe. So, gehen wir jetzt hier rein. Ja, das ist der ganz dunkle Raum. Gut, wenn man weiß, wo man hin muss, geht es. Normalerweise braucht man Feuer. Aber in diesem Fall brauche ich es nicht. Wisst ihr auch wieso? Weil ich weiß, wo die Tür ist. Nämlich hier. Nee, da oben. Gut, dann ist sie hier. Auf jeden Fall haben wir den Sonnenring auch. Sehr schön. Somit haben wir das Gebiet auch fertig. Dann kann ich jetzt problemlos und bedenkenlos die mittlere Tür nehmen. Okay, wo falle ich hin? Das hier ist also die Mitte. Sprich, ich bin so gefallen. Jetzt kann ich auf jeden Fall nach oben. Wenn ich es hinkriege. Abflug. Na, so wie das ist nix. So. Haben wir wirklich alles? Sicher gehen? Goldmedaille, ja. Alle Schätze. Gut, weiter geht's. Achso, jetzt bin ich ja wieder hier. Stimmt, ich muss ein bisschen anders gehen, ne? Aber zumindest speichern wir das Ganze. Sehr schön. Dann muss ich jetzt hier normalerweise weiter. Genau. Ab geht's. Fahren wir weiter mit der Lore zum vierten Gebiet. Und holen uns die letzten 15 Schätze. Dann haben wir das geschafft. Dann sind wir wirklich reich. Yay. So, ab geht's. Das letzte Gebiet. Und noch 15 Schätze. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir die alle finden. Ja, den ersten haben wir schon mal. Weil der ist sehr offensichtlich versteckt. Die goldene Gießkanne haben wir. Gut, weil andere Farben waren wohl geradeaus. Naja, es ist ja zumindest ein Schatz.
In der Super Nintendo-Version ist das nicht besonders offensichtlich, dass das wirklich ein Geheimweg ist, weil die Gegner kommen da einfach raus. Man muss da auch zweimal überlegen, dass man das als Weg ansieht. Gut, jetzt kann ich mal die Jet-Fähigkeit demonstrieren. Die hatten wir nämlich auch noch nicht. So. Hier muss ich das ganz geschickt machen, ne? Gut, irgendwie kann man auf jeden Fall an diese Tomate da dran. Aber so schon mal nicht. Nee. Ich muss da sogar hin. Ah, okay, ich kann auch schräg fliegen, wollte schon sagen. Ja, ich hab's endlich. Boah. Wie lange habe ich jetzt hierfür gebraucht? 5 Stunden? Wir bekommen einen Katana als Belohnung. Yay. Hätte ich mir eine bessere Belohnung vorstellen können. Für diese Mühe. Und einen Burger kriege ich auch noch. Wohl bekommst. So, Zeit für den Speicherraum. Gut, so, jetzt haben wir wieder die Qual der Wahl. Ich glaube, die Mitte ist der Weg, die weiterführt. Das heißt, links und rechts können wir erstmal gucken. Hier ist schon wieder ein Jet. Das heißt, wahrscheinlich brauche ich die nochmal. Ich hoffe nicht. Kann ich hier runter? Ja. Und wir haben ein Amulett. Das ein bisschen komisch aussieht. Sieht so aus, als hätte es so ein Ankh-Symbol dran. Ja, sieht wirklich so aus. So, weg mit euch. Ah, hier bräuchte ich sogar den Jet, ne? 1, 2 oder 3. Letzte Chance vorbei. Gucken wir mal alle Kanonen durch. Okay, das war eine Falle. Wie sieht es mit der Mitte aus? Die ist richtig, gut. Ach nee. Wie mache ich das denn jetzt am schlauesten? Also auf jeden Fall, wenn ich die Böden da wegnehme, irgendwo könnte man auch durch. Ah ja, okay. Den untersten darf ich also nicht wegmachen. Ich finde schon ganz gut, dass doch noch sehr vieles in Erinnerung geblieben ist. Ein Tannenbaum! Es ist schon wieder Weihnachten! Yay! Oh, Tannenbaum! Oh, Tannenbaum! Naja, eigentlich ist er auch nicht mehr ganz so weit, ne? wie kriege ich das jetzt kaputt als Jet? Gar nicht, ne? Und mit der Kanone hier würde ich weiterkommen. Wie schon gesagt, so als Jet geht das nicht. Da muss ich einen Helfer draus machen. So. Gut, dann komme ich jetzt damit weiter. Muss nur schnell genug sein. Und tschüss. Ach Gott, hier gab es einige geheime Wege. Machen wir das hier erstmal. Oh, das war blöd. Das wäre der falsche. Steh auf, Kabi. Ah, Mist. Ich hätte die Gordos nicht freilassen dürfen. Die Käfers. Donkey Kong hat sich hier auch verirrt. So. Aber den zumindest schon mal. Welcher ist es? Okay. Dann habe ich noch keinen verpasst. Ich könnte aber mal wieder was Essbares gebrauchen. Oder ich suche mir gleich den sicheren Tod. Ja. Scheiße. Ist aber auch eine enge Angelegenheit gerade gewesen. Ich habe nur noch 2 Leben. Ich sollte jetzt also ein bisschen vorsichtiger sein. So, machen wir das Ganze nochmal. Wenigstens kann ich jetzt durchflitzen, weil
Die Schätze hier habe ich ja. Naja gut, hier komme ich noch nicht weiter. Solange ich diesen Weg da noch nicht freigelegt habe. So, jetzt geht's. Nun fliegen wir hinaus. In die Wolken hinaus, dann sind hier sehr viel. Ich fliege mal so hoch. Das wäre deutlich einfacher gewesen, wie ich merke. Und wir kriegen Lamias Schuppe. Ole. Das hat weh. So. Hier muss ich jetzt genauestens gucken, weil hier gibt es einige Geheimwege, wie schon gesagt. Das ist aber, glaube ich, nicht über einen Schatz. Was schon enttäuschend ist. Aber dafür gibt es hier Essen. Also, meckern sollte ich nicht. Aber bevor mir hier wirklich noch ein Schatz durch die Lappen geht, mache ich hier mal alles nieder, was Block heißt. So. Okay, das... Ah, hier ist noch einer. Ah, da ist bestimmt nichts, ne. Das wäre jetzt echt verwunderlich gewesen. So, dann kann ich hier runter. Aber auch hier wieder hoch. Okay, damit kann ich da hoch. Hätte ich jetzt wohl nicht gedacht. Wir bekommen einen Märchenbambus. Sieht aber nicht sehr groß aus. Und der soll... Naja, gut. Scheint wohl ein besonderer Bambus zu sein. Soweit so gut. Also wir haben noch keins verpasst hier. Hier kann ich auch durch. Dann gibt es hier auch noch einen Weg. Ah ja, endlich mal wieder das Rad. Ab geht's. Ach scheiße, hier darf ich... Das wird schwierig. Als Rad kann ich zwar auch springen, aber hier darf ich keine Fehler machen. Nee, kann ich nicht. Oh. Moment, das muss ich jetzt erstmal üben. Okay, das wird nicht so einfach. Okay, so funktioniert das. Das ist aber sehr mieses Timing. Weil man muss wirklich direkt einmal links, einmal rechts drücken. Dann macht er so einen Radflip. Gucken, ob ich es hinkriege. Yes. Na, was? Das reicht nicht? Okay. Das wird schwierig. Nee, das reicht nicht. Ich glaube, ich weiß auch, warum es nicht reicht. So, komm her, Wheelie. Müssen wir es so probieren. Weil so kann ich nämlich springen. Na, scheiße. Doch nicht dran vorbei. Gut, nochmal. Auf drei. Eins, na. So, jetzt auf drei. Eins, zwei, drei. Ab dafür. Oh. Okay, diese Rampe ist dann doch zu hoch. Und... Scheiße, schon wieder vorbei. Und ab geht's. Jo, jetzt haben wir es aber. Ein Reifen gibt's dafür als Schatz. Naja, passt ja auch bei einer Reifenpassage, einen Reifen zu kriegen. Also hier haben wahrscheinlich viele ihre Reifen verloren. Wundert mich nicht. Wenn ich ehrlich bin. Zumindest haben wir unsere Reifenfähigkeit damit auch mal gut ausgenutzt. Ich wollte gerade sagen, ich kann ruhig wieder runter. Da ist auf jeden Fall auch noch eine Tür. Wie sieht's hier unten aus? Hier ist nur Noddy. Na, scheiße. Egal. Schlafen wir eine Runde. So. Er ist wieder da. Dann kann ich da oben nochmal den Weg auskundschaften. Falsch rum.
Okay, hier ist keiner drin. Hier gibt es nur Leben, Essen, Leben, Essen, Leben. Beziehungsweise Maxi-Tomate. Also zwei Leben ohne Maxi-Tomate. Warum gehe ich nochmal rein? Bin ich besoffen? Und ab dafür. So weit, so gut. Haben wir zumindest schon mal die geschafft und es sind nur noch 7 übrig. Ich will diesen Wheelie loswerden. So, dann meine ich, müsste ich hier lang. Es gibt hier so ein Kanonenlabyrinth. Tut mir leid, Scarfy. Ich will die Tomate. Ich will die Tomate. Ah, sehr schön. Obwohl, die bringen mir eigentlich nicht viel. Und wir kriegen Pegasus Flügel. Soweit ist es also auch schon gekommen. Ach Mann. Mein Timing ist echt grauenhaft. So, wie sieht's hier aus? Es wird trotzdem ein Schatz. Das heißt, ich werde mich hier nochmal durchkatapultieren. Aber hier scheint sonst nichts mehr zu sein. Mann! So, geht doch. Kann ich die so? Nee, die kann ich wirklich nur mit Hilfe der Kanone schrotten. Na gut. Hätte ja sein können, dass ich hier irgendwas übersehe. Gehen wir erstmal hier rein. Und schauen mal, ob wir hier noch was finden. Jap, Bugsy. Na komm, Bugsy. Unser Champion im Käfergewicht. Fähigkeit. Ich glaube nicht, aber der hat sich natürlich bestens platziert. Eine Tanuki-Puppe. Sehr schön. Dann haben wir eine Tanuki-Puppe auch kriegen können. Okay, rasen wir einfach durch. Na, so viel zu meiner Fähigkeit. Wheelie. Wollte schon sagen, kann ich auch noch auf dich rauf? Ach, scheiße. Moment, ich kann dich noch retten. So. Dann bin ich selbst das Rad. Okay, also es fehlt wirklich eins. Hier kann ich nicht runter. Ich würde sagen, bleib weg. Das ist so der Gegner, der mich in diesem Spiel ein bisschen aufregt. Okay, wenigstens stirbst du im Wasser. Ich brauche mal Sir Kibbles Hilfe. Weil damit komme ich nämlich im Wasser ein bisschen besser zurecht. Mehr oder weniger. Komme ich da so einfach dran? Nee. Aber es wird auch wieder verteilt, da den Schalter für zu aktivieren. Beziehungsweise in dem Fall die Bombe. Weil dann komme ich da nämlich nicht mehr so einfach dran. Na, das war ja klar.
Ein Schneckenhorn. Gut, haben wir das auch. Wie sieht's aus? Gut, noch nichts weiteres verpasst. Das ist immer sehr gut. Wenn man alles mitnimmt. Das Leben hier drüben will ich natürlich auch noch haben. So, was lasse ich mir doch nicht entgehen. Auch wenn so ein dämliches Gordo-Ding hier rumeiern tut. Okay, da komme ich auch nur anderweitig dran. Hier wird es weitergehen, das heißt zurück. Ich glaube, ich weiß, wie das gedacht ist. Ich muss nur erstmal Sir Kibble herholen. Ach nee, so war es nicht gedacht. Kommst du mal her, Sir Kibble? Wir müssen knutschen. So, weg mit dir. Gut, Gordo ist auch weg. So, und theoretisch müsste ich ja jetzt das einsetzen können und den Schalter damit aktivieren. Aber einen anderen Weg gibt es nicht. Für ein Orichalkum. Tja, dann können wir unsere eigenen Schwerter und sowas schmieden. Na, zwei fehlen noch. Also drei. Aber zwei, die halt später kommen.